Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 12. November 2021. Und ja, unser DAX wird hier zum ganz schönen Geduldsspiel. Zum Donnerstag hat er keine der besprochenen Chancen unten wahrnehmen wollen. Also er hat ja nicht mal ansatzweise sich unter 16.000 überhaupt bewegt. Er ist direkt mit einem Aufwärtsgap reingekommen. Wir hatten über einen gewissen Überraschungsmoment gesprochen, wenn er denn oben rausgeht. Also ich sag mal, wer jetzt über 16,60 long gegangen ist, wird jetzt nicht heulend mit Bauchkrämpfen da gesessen haben. Da ging nicht viel in die andere Richtung. Aber ich glaube, es ist auch nicht das gewesen, was sich der ein oder andere erwartet hat. Insbesondere auf die Aussage, weil es ist eben auch nicht das gewesen, was ich erwartet habe, wenn er denn oben rausspielt. Und er hat ja perfekt eigentlich angespielt, ne? Im Aufwärtsgap gekriegt, wir sind über die 60,60 drüber, 16,60 drüber. Also eigentlich perfekte, ideale Ausgangslage. Was hat er gemacht? Hat jetzt einmal oben hier unsere Linie angedütscht. Die ist schon ein bisschen überfällig gewesen. Es riecht auch nach kleiner Topformation in Keilmuster, ne? Also ein kleiner weitender Keil, beziehungsweise man könnte sogar ein fallendes Dreieck nennen. Aber passt mir an der Stelle, das als fallendes Dreieck zu bezeichnen, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Kann auch noch alles andere werden. War zwischenzeitlich auch schon mal eine kleine SKS, ne? Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier über die Schulter drüber sind. Hätte man auch hier eine Schulter reindichten können, hier einen Kopf, hier eine Schulter, da auch nicht genommen. Also er hat für sich wirklich schwer, unten Signal umzulegen. Das hat er schon Anfang der Woche getan, indem er immer die 16.000 unten verweigert hat. Jetzt ist nicht besser geworden. So, das heißt, wie sieht es denn überhaupt aus? Wir sind die Woche reingekommen, wir haben in der Wochenspanne, glaube ich, 100 Punkte, 120, 130 Punkte, 130 Punkte etwa. Das ist unsere aktuelle Wochenspanne. Das ist gar nichts. Das ist absolut gar nichts. Das ist dolle, dolle, dolle Verhalten am Allzeithoch. Aber es ist eben auch nichts runtergekommen. Er schaffte nicht mal die 16.000 nach unten. Da jetzt hier sich hinzustellen, felsenfest zu behaupten, dass es Schwäche, dass der DAX nicht weiterkommt, ist heiß. Weil er fällt ja nicht. Ne? Kann man etwas als schwach bezeichnen, was nicht fällt? Eigentlich nicht. Weil er verteidigt unheimlich dieses hohe Niveau. Das heißt, er hat natürlich nun auch zum Freitag Leichtigkeiten, leichte Chancen, da noch eine ansprechende Wochenkerze rauszumachen. Wir kennen alle Freitage, die dann auch bis zum Abend hinten noch hochschroten. Ist möglich. Wobei ich fast damit rechne, dass der hier in der Range einfach rausgeht. Ne, dass es einfach dabei belässt und die Woche so stehen lässt, wie sie ist. Bisschen verwunderlich ist das schon. Immerhin ist der Kollege Christian Stege, der ist jetzt im Urlaub. Oder hat sich zumindest distanziert sich jetzt von der Börse für ein paar Tage, Wochen. Normalerweise ist da mal richtig, richtig, richtig Bewegung nochmal drin im Markt. Das hat er irgendwie so an sich. Immer wenn er sich abmeldet, dann ist danach absolute Bambule und das wirklich schon zuverlässig seit Jahren. Das ist fast wie wenn wir ein Seminar gegeben haben, ist auch um den Markt eingebrochen. Ne? Also eigentlich jedes Mal, ne? Selbst der Corona-Crash kam nach dem Seminar, alles. Also immer die ganzen Bewegungen, immer wenn wir Seminartermin gehabt haben, hat es danach richtig gerumpelt in der Kiste, sodass die Seminarteilnehmer immer erstmal richtig ins Abenteuer reingeschickt wurden. Ne? Da hat's immer, da konntest du Wecker nachstellen. Ne? 1, 2 Wochen nach Seminar ist der DAX immer richtig, richtig, richtig abgeschmiert, hat meistens nicht nochmal ein neues hochgesetzt. Aber gut, das soll jetzt hier eigentlich egal sein. Wir hatten jetzt lange keins, das letzte war im Februar, das haben wir ja aufgezeichnet. Vielleicht müssen wir mal wieder eins machen, dass der Markt richtig runterkommt und nicht mehr so feststeht hier. Aber gut, ich schweife komplett ab, weil ich eigentlich gar nichts zu erzählen habe. Ich könnte das Video theoretisch komplett auch zumachen, weil. Ich brauche euch bloß sagen, wir haben oben die 16.120, geht er drüber, geht er an die 16.175, 16.180, das kann für den Freitag schon reichen. Ja, dort ist das obere Tagesband. Ansonsten wäre die 16.230, 16.245 noch drin. Das sind die zwei Bereiche, die er oben machen kann. Wenn er über die 16.118 geht, bleibt er hier einfach dazwischen, macht uns bestimmt das Gap hier unten zu an der 16.10, kommt dann wieder hoch und geht in der Mitte raus. Punkt. Aus. Ende. Um hier wirklich was zu bewegen, müsste er wirklich unter die 16.900, unter die 15.985 drunter. Und kann mir nicht so richtig vorstellen, dass da noch viel passieren sollte, dann, wenn er das am Freitag macht. Aber grundsätzlich, ja, nächste Zone, dann die 69, 4, ihr kennt das alle. Alles gleich aus den letzten Tagen, die 850, wiederhole mich bloß ohne Ende. Deswegen beschränken wir uns da drauf über 16.118. Platz bis in die 16.175, die kommt ja aus dem Tageschart raus, können wir auch nochmal drauf gucken kurz.
Da ist das Band dann hier oben. Lasst euch auch nicht irritieren, dass das ein bisschen aufdreht. Der macht das manchmal trotzdem gerne, dass er da dran steckt und wenn er sich dann wegzieht, dann kommt ja auch das Band wieder zurück. Deswegen halt man das trotzdem so im Hinterkopf. Nein, 16, 1,75, 16, 1,80. Und ja, sehen natürlich auch, wir haben die Konsolidierung gehabt, der dreht jetzt auf. Ja, das würde natürlich schon eine Ausgangslage bringen. Freitag hoch 16,180. Montag vielleicht sogar noch durch, gerade durchrennen. Einfach mal ein bisschen Strecke wieder machen, ein bisschen Überraschungsmomentum. Jetzt, wo man 4, 5 Tage zur Seite gerannt ist, würde man bestimmt einige Marktteilnehmer damit überrumpeln können. Wenn Montag ein Aufwärtsgap kommt und das bleibt dann offen, das kann ich mir schon vorstellen, dass sowas überrumpeln kann. Na, er ist jetzt erstmal noch auf der Route und ich sag mal, solange da unter 16.000 jetzt nichts umgeklappt wird nach unten Richtung 8,50, 7,50 sollten wir es vielleicht auch so erstmal lassen. Halt, ne? Punkt. Na, ihr habt es alle vor Augen, ihr seht das gleiche wie was ich jetzt hier sehe. Und wenn er jetzt wieder anfängt zu drücken, und das ist der höchste Tagesschluss, den wir jemals hatten im DAX jetzt hier, ja, es ist einfach so. Das ist der höchste Tagesschluss, den wir jemals hatten. Das ist jetzt erstmal wieder so ein kleines Vorfühlen nach oben. Und wenn der jetzt zum Freitag angenommen wird und der geht rüber, dann eben die 16,175, 16,180 und 16,230, 16,245. Und dann können sich Montag die 3,65 hier schnappen. Na, das soweit auf der Oberseite und unten. Unten würde ich es vielleicht jetzt sogar so handhaben, dass man hier einfach sagen, okay, legt man einen Trigger hin. Das heißt, geht er uns zum Freitag da drunter, dann hackt er bestimmt zum Montag nochmal nach und schrotet dann erstmal ein paar Punkte runter. Ja, dann können wir hier so sagen, zack, runter und durch. Flup, flup, flup. Fertig ist der Lack. Ja, aber ich würde schon. Ich würde es nicht unterschätzen, das Risiko auf der Oberseite, dass er jetzt noch die Wochenkerze lang zieht, sich rausdrückt. Es ist positiv im Marktstimmung und der Chartlag ist positiv. Es ist nicht zwingend Schwäche, dass wir nicht weiter steigen. Schwäche wäre es wirklich erst, wenn wir nicht weiter steigen und anfangen zu fallen, wenn wir auch wirklich unten dann was Signale setzen, dann kann man es als Schwäche werten. Stand jetzt ist es erstmal letztendlich sogar eine Art Trendfortsetzungsmuster. Ne? Solange es noch nicht als Topmuster bestätigt wird, indem der Markt unten rausbricht, kann er das auch nach oben auflösen. Na, die Verkeilung selbst, so an sich, die gibt schon Chancen, dass es unten aufmacht. Aber muss es erst unten aufmachen. Ne? Das ist wie mit der SKS und sowas. Das muss halt einfach aktiviert werden. Der muss es bestätigen, muss das Umkehrsignal bringen. Und solange das Umkehrsignal nicht gesetzt wird, dann hat der Trend einfach immer noch Vorrang. Und der Trend geht oft länger, als man das denkt. Und hat immer, also Trendfortsetzung ist immer wahrscheinlicher wie eine Trendumkehr. Ja, deswegen wäre es wichtig für mich hier auch wirklich dann die Umkehr abzuwarten, dass er auch wirklich einknickt. Ja. So, also Punkt, Ende aus. Ich habe den Gap Close hier ein bisschen im Blick, falls er nicht oben raus tanzt und die Punkte, die oben wichtig sind. Von daher machen wir es hier einfach zu. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, schönes Wochenende schon mal und dann hören wir uns zum Sonntagabend wieder, beziehungsweise die Leute bei uns aus dem Verteiler dann zum Samstag. Webinar machen wir diesmal 13 Uhr, 13:30 bis 15:30 Uhr. Und schönes Wochenende allen anderen. Bis dahin, tschö.